herzlich willkommen. Ich freue mich wie Bolle, denn ich habe die Möglichkeit, New World in einem Testbild zu spielen und euch auch an die Hand zu geben, beziehungsweise euch damit mit einzubinden. Denn der Testbild, der jetzt veröffentlicht wurde und zu dem eingeladen wurde, der ist frei zur Verfügung und darf per Video, per Stream etc. geteilt werden, was ich natürlich gerne mache. New World, ich weiß nicht, ob es euch was sagt, vom Prinzip ein MMO. Ich hoffe, dass das ein richtig gutes MMO wird. Ich mache mal meine Musik ein bisschen leiser. So, dann Geräuscheffekte, Stimmlaute, Musik. So. Ich hoffe, man versteht mich jetzt auch wieder ein bisschen besser. Also, New World, ein MMO. Ich hoffe, das wird ein richtig gutes MMO. Ich habe eine Menge Hoffnung mit drin. Ich bin zwar nur Casual-Spieler, werde das Spiel nicht bis zum Erbrechen spielen und durchsuchten können. Hab halt Familie. Und mittlerweile auch ein paar andere Hobbys noch. Und wie soll ich es am besten ausdrücken? Trotzdem habe ich richtig, richtig Hoffnung in dem Spiel. Von Amazon Studios wird das Ding programmiert, zusammenklamüsert. Und ich hatte schon in der geschlossenen Beta letztens, das ist irgendwie vor 4 oder 5 Wochen, schon mal das Vergnügen reinzuschnuppern. Wenn auch nur 1 oder 2 Tage, und da hat es schon richtig Bock gemacht. Und ja, wie gesagt, ich freue mich wie Bolle, dass ich jetzt auch euch damit einbinden kann. Interessant, endlich haben sie jetzt auch EU Central als Server drin. Das war beim letzten Mal noch nicht der Fall. Und man sieht hier natürlich, es ist noch Beta. Es gibt noch keine Populationsinformationen zu den einzelnen Sachen. Aber wir nehmen jetzt einfach mal das vor, würde ich sagen. Und fangen mal an zu spielen. Accept Cancel, ja, wie gesagt, hier gibt es noch ein paar Sachen, die zu programmieren sind, aber wie gesagt, Beta. Thank you.
So, und jetzt haben wir einen kleinen Intro gesehen. Also es geht um eine Insel, ich glaube Ethereum. Und da geht es an und für sich darum, dass dort quasi The Madness, wie er gesagt hat, vor sich hin vegetiert. Und ihr... Ah, komm. Und ihr dort da dementsprechend mit auf die Insel sollt. Also ihr seid erstmal nicht ein Captain oder sowas, sondern ein normales Crewmitglied. Und ihr geht mit auf die Insel. Zack. So. Wie die Ärzte gesagt haben. Männer mit Bärten, ne? So, wir sind da trotzdem Blubber. Wir dürfen den Namen sogar nehmen. Sehr schön. Es gibt keine Möglichkeit, das Spiel zu verändern. Das Kampfsystem ist ein bisschen anders, als man zum Beispiel von WoW etc. kennt. Und weiter geht's. Wir sollen zum Captain gehen. Wir ziehen die Waffe, wir blocken. Wir greifen an. Wir weichen aus. Wir machen einen schweren Angriff und der Le Gegner liegt im Dreck. Also ihr seht, das Kampfsystem ist schon noch ein kleines bisschen anders, als ich zum Beispiel von WoW kenne. WoW ist mein letztes größeres MMO gewesen. Hier befindet sich etwas Böses. Der Priester nannte es Verderbnis. Ich kann es spüren. Spüren, wie es mich auffrisst. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Pass gut darauf auf. Du wirst es brauchen, wenn du die Armee der Verderbnis aufhalten willst, die hier aufgestellt wird. Du wirst Hilfe brauchen. Auf dieser Insel gibt es andere Leute. Sie kämpfen schon seit Ewigkeiten gegen die Wellen der Verderbnis. Finde eine Siedlung, finde Verbündete. Du musst die Verderbnis aufhalten, bevor sie entkommt und alles verzehrt. Genau darum geht's. Man geht auf diese Insel, um die Verderbnis. Also das Rote hier dementsprechend zu bekämpfen, bevor es quasi den Rest der Welt verzehrt. So, jetzt nehmen wir uns mal schnell das Schild und auch das Essen. Und dann haben wir hier noch die Kiste. Mit Tab gehen wir ins Inventar. Mit 4 können wir essen. Ach, eigentlich wollte ich es nicht aufbrauchen, naja. Ihr seht unterhalb meines Charakters die Health Bar. Und jetzt heißt es, wir sollen dem Schifffriedhof entkommen. Also, wie auch in dem ersten Video schon zu sehen gab, es gab viele, viele. Ah, verdammt. Es gab viele, viele Expeditionen, die alle gescheitert sind. So, wahrscheinlich genauso wie unsere. Ja, und wir laufen mal. Oh, block mal. So, also wie gesagt, das Kampfsystem ist schon noch ein bisschen anders. Komm, greif mich an. Oh, verdammt. Zum Beispiel kommt man ja nie durch mit allen Angriffen. So, den machen wir auch noch schnell platt. Komm, greif mich an.
Auch ich bin lernfähig. So, und jetzt war es irgendwie Shift W. Mit C, genau, gehen wir runter. Und dann geht's weiter. Da ist wieder ein Gegner. Ja. Der hat schon mal. Oh, oh, oh. Der hat auch schon mal ein Schild. Zu sehen, ne? Damit blockt er auch gleich meinen zweiten Angriff. Auch von der, und alles andere auch. So, und hier sieht man jetzt auch, das Skillsystem ist halt basierend darauf, dass ihr eure Waffen trainieren könnt. Jetzt kann man, sieht man hier, was man für Waffenmeisterschaften hat. Da hat man zwei Handwaffen, Magiewaffen, Fernkampfwaffen. Und hier halt, sage ich mal, Einhandwaffen, gerades Schwert. Und dann sieht man hier einen Skilltree für die Waffen. Mit einem Einhandschwert habe ich natürlich ein Schwert und ein Schild. Und kann jetzt mir aussuchen, was ich quasi blocken will. Was ich blocken will, sage ich schon. Was ich skillen will, ob ich hier für die Waffe eine Wirbelklinge skillen möchte. Oder den Schildschmetterer mit dem Schild. Wie war denn das? Ich nehme den und weise dem einen Punkt zu. Jetzt habe ich hier mit Q diesen Wirbelwind und kann weitermachen. Macht es vor allen Dingen viel, viel leichter, das Skill, wenn ich in Gruppen unterwegs, also in einer Gruppe unterwegs bin. Automatisches Rennen kannst du schnell Hindernisse mit. Genau. Wir wollen automatisch rennen, langsam laufen ist blöd. War auch, glaube ich, in WoW damals meine ersten Tasten, die ich eigentlich immer gedrückt habe. So, und jetzt genießen wir einen schönen Ausblick auf New World. Etheritum oder so. Oder irgendwie heißt diese Insel. Vielleicht kriegen wir es ja auch gleich raus. So, aber erstmal heißt es abwärts. So, und was wir jetzt sehen ist einen ersten etwas heftigeren Gegner. Aber auch nicht so, dass er gar nicht gehen würde. Die Verderbnis frisst ihn auf. So, und hier werden wir viel blocken müssen. Aua. Au. Autsch. Sag mal. Au. Komm. So, jetzt lassen wir mal ein bisschen helfen. Ach Mensch. Ja. Ihr seht halt auch. Ah! Junge. Ihr seht halt unten über meiner Helfleiste auch eine. Oh, eine Ausdauer war. Die macht es quasi unmöglich, ewig zu blocken. Weil mit jedem Angriff auf den Block geht auch eure Ausdauer runter. So. Habe ich schon gesagt, dass ich mich wie Bolle freue?
Das Crafting-System konnte ich auch schon ganz ansatzweise testen. Es war auch, sieht auch super cool aus. Habe ich auch richtig Bock drauf. Und jetzt sehe ich hier zum Wachturm, genau. Reden wir mal mit ihm, Schäckchen. Viele Lebende angespült. Hey, wir haben die Aufgabe abgeschlossen, bekommen jetzt ein bisschen Geld. Und jetzt sollen wir die Ertrunkenen erschlagen. Ah. So. Wir haben jetzt mal mit. Haben wir jetzt bekommen? Wir haben Schuhe bekommen. Das haben wir, das bringt uns nichts, das bringt uns auch nichts. Wir haben jetzt einen Attributpunkt bekommen, genau. Das ist neben diesen Waffenskillungen, neben der Waffenführung, die wir hier haben, haben wir auch Attribute. Und hier können wir sehen, quasi Stärke erhöht den Schaden von Nahkampfwaffen, Geschick von Fernkampfwaffen und einigen Nahkampfwaffen. Intelligenz für Magieangriffe, Konzentration, Magiegeneration und senkt die Abklingzeiten von Fähigkeiten. Konstitution erhöht die Gesundheit. Ich werde als erstes mal meine Gesundheit erhöhen und diesen Punkt zuweisen. Und zack. Man kann auch diese Werte ändern. Das geht, glaube ich, beim ersten Mal kostenlos. Danach kostet es dann Geld. Fähigkeiten kommen wir dann später. Und wir gehen los und erschlagen mal ein paar Ertrunkene. So, wo sind denn da drüben sind welche? Wichtig ist, genau, man kann gleich von Anfang an ein paar Sachen mitnehmen. Die wird man nämlich benötigen. So, zack, Waffe. Und komm her. Ihr seht hier, jetzt ich habe Erfahrung bekommen, habe aber auch Erfahrung für mein Schwert bekommen. So, wieder Geld bekommen, XP. Oh, jetzt haben wir gleich zwei. Ja, können wir ja mal. Was haben wir? Sollte man im späteren Spielverlauf sollte man sich sowas hier nicht mehr erlauben. Das geht hier dann rapide nach hinten los. Untersuche das Schiffswrack. Das ist dort. Also das ist auch ganz nett. Ihr seht quasi anhand dieser dieses Kompasses oberhalb im oberen. Sagt schon. Im oberen Bildschirm, am oberen Bildschirmrand seht ihr einen Kompass und der bringt euch auch zu euren Questzielen. Das zeigt er euch ganz gut auf. Hätte man natürlich gleich direkt hingehen können. So, ja, zack. Wir sollen mit Wächterin Lynch reden, also die am Turm. Geht's straightforward hier? Das ist auch nicht wahnsinnig kompliziert. Was ist denn jetzt hier los? So, da ist mir das Spiel mal kurz abgeschmiert. Nichtsdestotrotz, wir machen weiter. Wir geben die Mission ab. Gut gemacht, Rekrut. Nein, ich habe dich nicht verfolgt, aber man merkt es immer, wenn ein Ertrunkener erledigt wurde. Der Duft des Ozeans und des verdorbenen Fisches. Es ist schön, auf dieser gottverlassenen Insel noch einen weiteren starken Schwertarm an der Seite zu haben. Den können wir gut gebrauchen. Jetzt haben wir quasi einen Bogen bekommen. Und wir bekommen gleich die nächste Aufgabe. Wir sollen ein Zelt, Lager und Sammelwerkzeuge
herstellen Mut. Genau, sammle in den Büschen folgendes Holz. Und da geht ihr wirklich einfach in den Busch. Sammelt ein bisschen Holz. Stellt am Zeltlager der Wächterin Lynch ein Feuer, einen Beutemesser. Ja. Das machen wir auch ganz schnell. Und wieder mit der Frech. Mit der Lynch. So, wir nehmen die nächste Aufgabe an, aber die werden wir erst in der nächsten Folge weitermachen, denn für die erste Folge ist es hiermit getan. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und seid auch in der zweiten Folge mit dabei. Und so verbleibe ich, wie bekannt, mit viel Spaß, viel Erfolg, viel Glück bei was auch immer ihr tut und bleibt gesund. Bis dann!